missmutig in die Richtung kommen und fröhlich wieder zurück, dann wissen wir warum. Fangen wir an? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt wird es formal und formell. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag, der hier auch irgendwo rumliegen muss. Okay, alles klar, danke. Wir haben im Freitag übrigens Liquid Democracy als Titelthema geplant gehabt. In dieser Woche haben es auch auf zwei Seiten, haben uns dann aber doch für einen Titel über Pussy Riot entschieden, weil die da ja im Gefängnis sitzen. Trotzdem steht aber über Liquid Democracy auch alles drin und echt ein sehr, sehr guter Artikel von Herrn Leggevi. Den kann ich wirklich empfehlen, weil ich da heute, gestern habe ich den gelesen, nochmal eine Menge verstanden habe, was mir vorher gar nicht so klar war. So, ich habe Sie schon begrüßt. Ich begrüße auch den diensthabenden Kollegen vom Verfassungsschutz, der hier irgendwo unerkannt unter uns sitzt. Sie tun auch nur Ihre Pflicht, Ihre Arbeit, genau. Ach, Sie sind das? Ja, es gibt so Vorwürfe. Ah, cool, okay. Ah, wow. Weil Sie ja wissen, dass Frau Kipping glücklicherweise überwacht wird, ich fühle mich dadurch gleich viel sicherer. Danke. Ich freue mich auf das Gespräch. Die Linke hat ja eine lange Tradition, wenn schon nicht als einzelne politische Partei, sondern dann doch als politische Denkrichtung, sage ich jetzt mal. Die Piraten sind ganz neu, 2006 in Schweden gegründet, im September des gleichen Jahres dann auch in Deutschland. Explosionsartiges Wachstum, jetzt in 4 Landesparlamenten vertreten. Und wenn Wahlen wären, säßen die Piraten locker im Bundestag, wahrscheinlich stärker vertreten als die Linkspartei und die FDP. Was natürlich auch traurig ist mit der FDP. Gut, Linke und Piraten sind Parteien des Widerstands, sage ich jetzt mal so als These, der Unzufriedenheit, des Unbehagens, Protestparteien, finde ich kein schlechtes Wort, reden wir aber gleich drüber. Unterschiede und Gemeinsamkeiten, klar, aber irgendwie anderes Verhältnis als zwischen anderen Parteien, finde ich. Also ein aufregendes Spannungsverhältnis, irgendwie auch so ein neues Spannungsverhältnis, das haben wir, glaube ich, alle noch gar nicht so genau begriffen, was da ist zwischen diesen beiden Organisationen und Organismen. Also wie links sind die Piraten, wie aufrührerisch sind die Linken? Gehen diese beiden politischen Ströme irgendwie glatt aneinander vorbei oder prallen sie aufeinander und vermengen sich vielleicht sogar zu etwas Neuem, wer weiß? Wir haben jedenfalls niemanden Besseren, um darüber zu sprechen, als die beiden Chefs dieser Parteien. Stelle ich jetzt vor, auch wenn es nicht nötig ist, aber das macht man halt so. Katja Kipping, Sie wurden 78 in Dresden geboren, 98 Mitglied der damals noch so heißenden PDS, seit 2003 stellvertretende Bundesvorsitzende und seit kurzem zusammen mit Bernd Brixinger Parteichefin. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Dann, Herr Schlömer, Sie wurden 1971 in Meppen geboren, Sozialwissenschaftler, Kriminologe. Sie wollten eigentlich im Strafvollzug arbeiten. Finde ich gut. Also, es ist jetzt fast so, ja. Ja. Nur die Rehabilitationschancen, die sind hier nicht so gut. Seit 2010 Regierungsdirektor, Bundesministerium der Verteidigung, zuständig für die Bundeswehr-Unis. Als Sie mal gefragt wurden nach Ihrem Verhältnis zu Soldaten, finde ich, haben Sie echt eine sehr kluge, tolle Antwort gegeben, weil Sie gesagt haben, die, die Sie kennen, finden Sie okay, aber sonst haben Sie mit dem Soldatischen nicht so viel am Hut, fand ich eine sehr souveräne, gerade Antwort. Sie wurden im April des Jahres zum Vorsitzenden der Piratenpartei gewählt, ja, und Hamburg, na gut, da komme ich auch her. Schön. Ich glaube, wir fangen mal an. Herr Schlömer, wenn Sie, ja, das ist so eine typische Moderatorenfrage, dass man immer so um die Kurve kommt. Wenn Sie einkaufen, gehen Sie dann in ein Kaufhaus oder in den Fachhandel oder bestellen Sie im Internet? Also ich muss zugeben, dass ich ein traditioneller Käufer bin. Ich mag gerne den Kundenkontakt und versuche eigentlich,
kleine Läden zu besuchen und dort einzukaufen, weil mir der kleine Laden, die Bürgernähe, die Nähe zu dem Einzelhändler besser gefällt. Das geht nicht immer, ich habe wenig Zeit. Schuhe kaufe ich mir immer im Internet, weil es leider sehr viele hässliche Männerschuhe gibt. Und ich finde gute Männerschuhe, Herrenschuhe eigentlich nur im Internet. Ja. Ich finde auch, es gibt viel zu wenig Statements für den guten Herrenschuh. Ich habe diese Frage natürlich deshalb gestellt, weil man gewisse Analogien zwischen der Einzelhandelsstruktur und dem politischen Leben ziehen kann. Die großen Warenhäuser sind in der Krise, also da, wo man alles bekommt. Und in der Politik gilt das ja für die Volksparteien auch, oder? Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Also es gibt ja, wenn Sie sagen, das große Warenhaus sei eine Volkspartei und der kleine Einzelhändler ein alternatives Angebot, dann ist es schwierig. Wir werden, die Piratenpartei wird ja zum Teil von Analysten auch als Volkspartei beschrieben, weil sie aus allen Altersgruppen, aus allen Bildungshintergründen, aus allen sozialen Schichten auch gewählt wird. Und man kann in der Presse immer von Journalisten immer wieder lesen, wir seien etwas so wie eine digitale Volkspartei. Zeichne die Piratenpartei immer als liberale Partei. Das Label Volkspartei, Kleinpartei, habe ich bislang noch nicht gewählt. Es kommt ja im Wesentlichen darauf an, dass man sich an Inhalten, Zielen messen muss, an Programmatik, die die Piratenpartei zurzeit auch entwickeln muss, und weniger, ob wir das Label Volkspartei haben oder alternative Parteien. Soll ich jetzt auch sagen, wo ich meine Schuhe kaufe? Das können Sie gar nicht machen, wenn Ihnen das auf der Seele liegt. Aber. Ich würde sagen, die Suche nach einem perfekten Schuh ist, glaube ich, geschlechterübergreifend, eine nie endliche Suche, ja. Das ist Post-Gender. Wollen wir zum Thema zurückkommen? In Nordrhein-Westfalen hatte die CDU jetzt bei den Wahlen was 15% der Wahlberechtigten auf ihrer Seite. Da würde ich jetzt eigentlich nicht mehr so richtig von Volkspartei sprechen, oder? Oder hat das mit der Menge der Stimmen gar nichts zu tun? Ist für mich auch nicht ganz so die spannende Frage, ob man jetzt eine Volkspartei ist oder nicht, sondern für mich ist die spannendere Frage, in welche Richtung wollen die Parteien, also in welchem Lager ordnen sie sich zu? Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich neugierig bin und ja auch um das Gespräch gebeten habe, auf die Piraten, also in zentralen Konfliktlinien, wie ordnen sich da die Parteien zu? Das ist das Spannende, weil ich glaube, die große Unterscheidung zwischen kleinen Parteien und Volksparteien, dafür ist inzwischen viel zu viel Bewegung auch und es gibt nicht mehr diese lebenslange Bindung an eine Partei. Man kann ja auch sagen, es ist eine Art Emanzipation des Wählers von der traditionellen Parteienbindung. Aber ich würde deswegen trotzdem nicht diese postdemokratische Erzählung aufgreifen oder mir zu eigen machen und sagen, es ist egal, es gibt nicht mehr links und rechts, sondern ich finde in zentralen Fragen, zum Beispiel der Verteilungsfrage oder der Frage, wie hältst du es mit großen Konzernen, gibt es schon gibt es klare Konfliktlinien. Das ist interessant, weil da offensichtlich in Ihrem Kopf gleich so ganz viele Codes ablaufen, die ich noch gar nicht so drin hatte. Mir geht es im Moment eher darum, dass früher in den Volksparteien gesamtgesellschaftliche Debatten abgewickelt wurden, schon sozusagen bevor sie in so einem sogenannten vorpolitischen Raum, bevor sie überhaupt praktisch dann in die politische Gestaltungsphase kamen und dadurch Politik in gewisser Weise, also das war sozusagen das Kennzeichen der professionellen Politik der Bundesrepublik Deutschland und das war im Prinzip der Job der Volkspartei. Und die Frage zählt natürlich dahin, wenn die den gar nicht mehr machen können, was wird dann sozusagen aus dem politischen Prozess? Und ist vieles von dem, was wir am politischen Prozess beobachten heute, nicht eine Folge dieser Erosion der Volksparteien? Und dann natürlich die Frage, welche Rolle spielen da Parteien wie Sie und Sie? Naja, vielleicht ist es tatsächlich das, was ich angesprochen habe. Man braucht nicht die Parteien, um Debatten zu organisieren. Die finden in der Zivilgesellschaft statt. Die finden ja auch teilweise im Internet statt. Und das finde ich ja gut. Das ist ja auch eine Art Emanzipation. Also um es mal in einem Thema sehr plastisch zu machen, wenn man bei der Grundeinkommensdebatte darauf gewartet hätte, dass eine große Volkspartei das Thema sich zu eigen macht, da würde es einen geben wie mit dem Warten auf Godot. Wir würden heute noch warten und diese Debatte würde keine Rolle spielen. Ist aber gut, dass es einfach einzelne Leute sich zusammengefunden haben, denen das Thema wichtig war und zum Beispiel parteiübergreifend das Netzwerk Grundeinkommen gegründet haben, um das Thema zu setzen. So.
Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Finden Sie das Label Protestpartei angemessen oder doof oder beleidigend? Also ich würde die Wähler, die die Piratenpartei wählen, nicht als Protestwähler bezeichnen, sondern als Wechselwähler. Es gibt ja sehr viel Wählerwanderung auch von den Volksparteien, die Sie beschrieben haben. Die Linke ist im Übrigen ja auch eine Volkspartei. Die Geschichte der Linken ist, wenn man die gesamtgeschichtliche Entwicklung anschaut, eine andere als die der Piratenpartei, die ja 2006 aus dem Nichts in Schweden gegründet wurde. Jetzt habe ich den Faden verloren, das kann ja auch mal passieren. Die Piraten werden sicherlich zu ein Stück weit gewählt aufgrund ihrer Programmatik, aber auch, weil es in Deutschland aktuell eine Wechselstimmung geht. Meine These ist immer, dass den etablierten Parteien, den Bundestagsparteien, ein Stück weit Innovationskraft fehlt. Die Bürger wollen sich neuen Entwicklungen zuwenden und hier stoßen sie auf die Piratenpartei, die dann auch gewählt wird, auch von Erstwählern und dann auch von Wechselwählern. Der Begriff Protestwähler beinhaltet ein negatives Image, aus meiner Sicht zumindest, und ich würde es dann eher als Wechselwähler bezeichnen. Man würde ja, um einen anderen Vergleich zu wählen, Wähler, die in einer Legislaturperiode die CDU wählen und dann die SPD, auch nicht als Protestwähler bezeichnen, sondern als Wechselwähler. Und wenn Menschen sich entscheiden, andere Ziele, Inhalte und Programme zu wählen, dann stehen sie für Wechsel ein, und deshalb würde ich den Begriff Wechselwähler eigentlich bevorzugen. Gut, das war aber eine Neuprägung eines Terminus, den wir im Prinzip anders abgelegt haben. Nicht? Also kann man natürlich machen. Das ist, aber ist es denn tatsächlich so, man könnte jetzt ja auch die These aufstellen, dass eigentlich grundsätzlich sich in diesem politischen Prozess im Land gar nichts ändert, sondern dass so ein Selbstreinigungsmechanismus, nicht wie bei so einem Ofen, wo man so auf Pyrolyse stellt, so regelmäßig geht einmal irgendwie so die Bürste durch, dann kommt irgendwie so 68 und fegt irgendwie alles weg und dann kommen die Grünen und dann kommen die Linken und dann kommen die Piraten und all das hat im Prinzip den Zweck, aber auch je nachdem wie man es nennt, um das System sozusagen zu stabilisieren und von innen heraus zu reinigen. Das wäre jetzt ja mal so eine These, oder? Die Frage ist sozusagen, haben wir eine neue politische Situation? Naja, ich würde schon sagen, dass die Piraten sich da von anderen Parteineugründungen unterscheiden. Also zum Beispiel, als sich die Grünen gegründet haben, als sich die PDS gegründet hat, da hat es jeweils wirklich einen gesellschaftlichen Umbruch sehr verdichtet gegeben. So, und bei den Piraten gab es nicht diese eine verdichtete Situation, sondern ich glaube, und da sind tatsächlich die neuen technischen Möglichkeiten ihnen zugute gekommen, dass es eben nicht so eines zentralen Ereignisses bedurfte wie 68, wie die politische Wende oder wie die Agenda 2010, die ja dann zur Gründung der WASG und im Zuge dessen zur Gründung der Linkspartei führte. So, also nochmal würde ich sagen, ist das nicht so ein großer Umbruch gewesen, aber ich finde jetzt, sie sondern es eher ein Ausdruck, dass es eine neue Entwicklung gegeben hat, neue technologische Entwicklung, die jetzt aber nicht so in einem Punkt so schlagartig kam. Nein, da würde ich jetzt anderer Meinung sein. Das ist ja auch der Spannungsbogen, muss ja heute auch entstehen. Ich habe da ein anderes Verständnis. Ich beschreibe die Piratenpartei immer als liberale Partei. Sie ist geprägt von in ihrem Kerngedanken von freien Individuen, die sich selbstbestimmt entfalten, entwickeln und auch entscheiden können. Können Sie das nochmal langsam sagen? Das ist so toll, da wäre ich so gerne dabei. Individuen, die sich frei entwickeln und selbstbestimmt handeln und entscheiden können. Wow. Das ist eine schöne Formulierung. Aber dafür wünsche ich Sie zu Ihren Mitgliedern. Das finde ich toll. Ja, was ich so ein bisschen an Ihrer Fragestellung kritisiere, wenn ich das sagen darf, ist etwas, was ich aus der Sozialwissenschaft kenne, dass es so etwas gibt wie ein vorwissenschaftliches Verständnis. Sie suchen für die Piratenpartei einen Grundkern, eine Ideologie, etwas, was die Piratenpartei ideologisch bindet und dann darauf aufsetzend Programmatik entwickeln lässt. Ich glaube, dass die Piraten eine sehr heterogene Bürgerbewegung sind,
die sich nicht monothematisch aufgrund einer technischen Innovation gegründet haben, sondern die die gesellschaftlich-politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen durch Teilhabe, durch Bürgerbeteiligung mit beeinflussen wollen und die sich zusammenfinden in einer Partei, die sich Piratenpartei nennt. Das, was immer gesucht wird, ist die Ideologie. Aber ich glaube, dass insbesondere junge Menschen in der heutigen Zeit wesentlich stärker von pragmatischen Entwicklungen, Lösungen geprägt sind und nicht so sehr von Ideologie. Also wenn Sie nach dem Kit der Piratenpartei suchen und Sie eine Art vorwissenschaftliches Verständnis suchen, was hält die Piratenpartei zusammen? Ich glaube, da müssen Sie lange suchen und ich glaube, das würde auch nicht, hier sind ja viele Piraten, würden viele Piraten auch sagen, nein, das ist es nicht. Aber Bernd, das ist genau ein Punkt, wo ich eine Nachfrage habe. Also wenn man sagt, ne, ihr seid eine liberale Partei, es gibt ja zwei Ausprägungen des Liberalismus. Man kann es als etwas Libertäres, wo man sagt, uns geht es ganz stark darum, um die Rechte des Einzelnen, also zum Beispiel beim Datenschutz. Und das meinen wir auch für ärmere Leute. Also das Beispiel, was euer Geschäftsführer hatte, ne, den Ärger mit dem Jobcenter, wo auf immer der Datenschutz für ihn nicht mehr gewahrt worden ist, weil öffentlich sozusagen über ihn da berichtet worden ist. Das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, da ist es tatsächlich, da brauche ich sozusagen so viel Liberalismus wie möglich, weil es nicht sein kann, dass Datenschutz dann nicht mehr gilt, nur wenn man arm ist. Deswegen habe ich auch einen Brief an den Chef der BA geschrieben, wo ich einfach mal nachgefragt habe, wie das sein kann, dass man da so agiert. Aber es gibt natürlich auch eine andere Ausprägung des Liberalismus und die habe ich bei ein paar Interviews von dir rausgehört. Zum Beispiel, wenn du sagst, beim Steuermodell, das geht in Richtung Kirchhoff. Also Kirchhoff heißt ja, alle haben denselben Steuersatz und das heißt für mich eine deutliche Benachteiligung von Leuten mit niedrigen und mittleren Einkommen. Und das ist was, wo der Anspruch, liberal zu sein, ganz schnell in eine Bevorteilung der Reichen und so weiter kippt. Und das ist der Punkt, wo ich finde, wo es auch nicht mehr um Selbstbestimmung geht, weil Selbstbestimmung setzt ja ein Mindestmaß an materieller Absicherung voraus. Naja, also da würde ich. Nein, wir müssen ja, wir duzen ja. Uns im Übrigen, also nicht wundern. Wir haben uns eben gerade entschieden, dass wir uns duzen. Ja, wir mussten uns beim Fotografieren so lange in die Augen sehen, dass wir gesagt haben, dass sie es nicht mehr aufrecht zu halten. Das kann ich nur bestätigen. Also Frauen, denen ich so nahe gekommen bin, die habe ich meistens danach auch geküsst. Wir können auch aufhören. Also bevor ich jemanden küsse, hätte ich noch ein paar kritische Fragen. Ja, genau. Also wir sollten uns auch erst kennenlernen. Darf ich trotzdem nochmal die undankbare Rolle übernehmen, sozusagen nochmal zu sagen. Im Spiegel war ein Interview, echt ein gutes Interview, mit einem ihrer Leute, der gesagt hat, wieso die Piratengründung war doch natürlich ganz klar ein Angriff auf eine gesellschaftliche Entwicklung, nämlich den Angriff aufs Netz, auf die Netzfreiheit. Und daraus sozusagen ist das entstanden und das ist ihr Anliegen. Eine Ideologie brauchen sie da ja gar nicht, das ist ihr Anliegen, das ist ihr Thema. Die Grünen hatten, was heißt Ideologie der Grünen? Die Grünen wollten keinen Atomkrieg und Atomkraftwerke, das ist ja a priori auch keine Ideologie. Und Sie wollen halt das freie Netz, da brauchen Sie ja keine Ideologie, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, ein wenig, aber ich bin ja hier, um das auch zu erläutern. Also die Piratenpartei hat sich eigentlich, oder die Gründungsidee rangt um eine Veränderung des Urheberrechts. In der Forderung, Wissen, Information und Kultur frei zur Verfügung zu stellen. Das war der zentrale Gründungsgedanke der Piratenpartei in Schweden. Es hat dann danach schnell Gründungen in anderen Ländern gegeben. Mittlerweile gibt es ja in nahezu 60 Ländern Piratenparteien. Und im Gegensatz zur schwedischen Piratenpartei hat die deutsche Piratenpartei sukzessive ihre Programmatik ergänzt. Sie hat nicht nur das Thema Urheberrecht in ihrer Agenda, sondern auch das Thema Bildung, das Thema Datenschutz, Selbstbestimmung im Internetzeitalter, so kann man das sicherlich übersetzen. Aber sie versucht, sich sukzessive auch in Bereichen Wirtschaft und Soziales, Bürgerbeteiligung, neue Demokratieformen auch zu profilieren. Und sie ist nicht die Partei, die als Internetpartei zu bezeichnen ist. Das würde viel, viel zu kurz greifen. Und sie ist, ich würde
Also ich persönlich würde immer darauf bestehen, sie als liberale Partei bezeichnen. Sie ist nicht libertär, sondern liberal. Ich vermag es nicht besser zu beschreiben. Es gibt drei Säulen, mit denen ich die Piratenpartei beschreiben kann. Das ist das liberale Grundverständnis, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Dann ein Stück weit Staatsskepsis. Ein Staat, der den Bürgern vertraut, der sich der seine Aufgaben reduziert auf die Daseinsfürsorge, und eine dritte Säule, die ich letztendlich auch nur bruchstückhaft beschreiben kann, füreinander da sein, ein Leben in sozialer Verantwortung führen, für gemeinwohlorientiert auftreten. Da gab es noch das Wort Solidarität dafür. Ja, ich habe halt als Sozialwissenschaftler schönere Worte dafür. Aber gerade die Freiheit im Netz wird ja nicht nur von Seiten des Staates eingeschränkt, sondern auch von Seiten von großen Konzernen. Also Netz bedeutet ja nicht nur Wikipedia, wo man gemeinsam was produziert, sondern bedeutet ja auch, dass quasi Google und Facebook das Netz richtig dominieren. Also wir haben ja auch, ne, der Kampf um Netzneutralität zeigt das ja. Es gibt ja auch im Netz die Tendenz, dass einzelne Daten von bestimmten Absendern besonders Vorfahrt haben. Also wenn man das jetzt mal auf die analoge Welt überträgt, in Moskau gibt es immer noch so eine extra Spur für Bonzen mit Blaulicht. Ja, die haben da Vorfahrt, und im Netz gibt es eine ähnliche Entwicklung, dass Daten von einigen quasi Vorfahrt haben, was das anbelangt. Und das ist ja gegen Netzneutralität. Und meine Frage wäre jetzt, was ist sozusagen euer Ansatz, um diese Vorherrschaft von einigen Internetkonzernen wie Google oder Facebook da einzuschränken und um wirklich für Freiheit im Netz zu sorgen? Natürlich geht es uns auch darum, dass Monopolbildung, das ist das, was du ansprichst, auch verhindert wird. Das, was ich als Staatsskepsis bezeichnet habe, zielt eher auf beabsichtigte oder durchgeführte, praktizierte staatliche Überwachungs- und Kontrollarchitekturen. Die Vorratsdatenspeicherung gehört dazu. In diesem Sinne habe ich die Staatsskepsis vielleicht begreifen wollen bei dem Thema Netzneutralität. Haben wir letztendlich die Forderung, dass natürlich alle Arten, die, ich sag mal, Märkte und Teilhaben behindern, konterkarieren, wie Monopolbildung, Oligopolbildung, dass diese auch reduziert und ausgeglichen werden, natürlich. Ganz kurz, Entschuldigung, mir wird das, das liegt ein bisschen in der Natur dieser Sache, aber es wird mir jetzt schon sehr, sehr speziell und sehr detailliert. Vielleicht gibt es Leute, die das gerade gut finden. Ich mache das im Moment noch nicht so gerne. Ich hätte es gerne noch erstmal ein bisschen allgemeiner, um zu verstehen, wie Sie überhaupt so ticken und wie Ihre beiden Organisationen auch so zusammen im Verhältnis sozusagen zueinander ticken. Wenn ich jetzt sage, dass ich finde, dass das Wesen von Politik Verantwortung ist, würden Sie dem zustimmen? Oder was halten Sie für das Wesen von Politik? Das ist ja eine Sache, über die Sie sicherlich nachgedacht haben, wenn Sie jetzt Ihr Leben dieser Sache widmen. Ja, nicht, ich widme nicht mein komplettes Leben dieser Sache. Politik ist die Suche nach gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unter Berücksichtigung von Teilhabesituationen, also Beteiligung, von Bürgerbeteiligung, und der Suche dann nach Kompromissen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Dieses Verständnis hätte ich von Politik. Und wie würden Sie das beschreiben? Ich würde, wenn ich noch ergänzen kann, darf, weil das war jetzt meine persönliche Auffassung, zu Kultur oder zu Politik der Piraten, wenn man jetzt die Piraten fragen würde, das macht man ja, wenn man mich fragt, dann würde auch immer dazu gehören, dass ich nicht alleine auftrete, sondern dass Beteiligung heißt auch die Beteiligung vieler an Entscheidungsentwicklungsprozessen. Deshalb hatten wir im Grunde eine 2+2-Gesprächssituation auch gebeten, dass ich nicht alleine hier stehe, sondern dass wir eine größere Gruppe sind, weil das der Kultur unserer Partei auch entspricht. Was dann passiert? Dann wurde gesagt, es sollten nur wir beide sein. Also ich hätte auch gerne noch jemanden mitgebracht. Mir fällt es schwer, diese Frage zu beantworten, einfach weil ich nicht metaphysisch das Wesen von der Politik begreifen kann. Ich kann nur sagen, was mich an Politik reizt oder dazu geführt hat, dass ich seit jungen Jahren mich politisch engagiere. Einfach immer, weil ich fand, Politik beeinflusst sowohl mein eigenes Leben wie das Leben sozusagen aller anderen Menschen.
Und da gibt es einfach Punkte, die ich für erstrebenswert halte, zum Beispiel Selbstbestimmung und Solidarität und sozusagen und die Beendigung von Kriegen. Das sind so Punkte, die mich zentral umgetrieben haben und die mich auch zur Politik geführt haben. Ja, aber das ist doch interessant. Der eine sagt Beteiligung und Kompromiss und die andere Selbstbestimmung und Solidarität. Und diese liquide Demokratie, die Sie da haben, das ist ja in meinen Augen viel mehr als ein technisches Programm, ist ja klar. Das bedeutet ja ganz, ganz viel. Das hat ja eine Bedeutung, die ja viel höher ist als jetzt nur die Frage, wie ist das genau, wie ist die Software oder so, sondern dahinter steckt ja was. Befördert das denn Politik Ihrer Meinung nach? Naja, wenn Politik das Streben nach besten Lösungen beinhaltet, dann ist die ständige Rückkopplung, die ständige Verbesserung von politischen Entscheidungen, Prozessen sicherlich ein Stück weit trägt dazu bei, dass es besser wird. Insofern ist es nicht nur technisch, sondern auch demokratietheoretisch vielleicht ein neuer Weg oder ein besserer Weg. Ich meine, ich finde es ja ganz interessant, dass wir zwei Bewegungen im Prinzip beobachtet haben in den letzten zwei Jahren und anderthalb Jahren. Also die Leute wollen mitmachen, gehen zu den Piraten, wollen Liquid Democracy, Stuttgart 21 und so. Wie man das jetzt im Einzelnen bewertet, oder dazu steht, ist jetzt eine andere Frage. Aber es ist ja Engagement bei den Leuten, der Wille zum Engagement da. Und andererseits sieht man aber, dass die wichtigen Entscheidungen, so Euro und so, zusehends völlig ohne irgendeine Art von demokratischen Prozessen gefällt werden. Das heißt, das geht so sehr stark auseinander, oder? Ja, das ist ja das, was die Piratenpartei auch kritisiert. Einmal die Genese von Verträgen wie den europäischen Stabilitätsmechanismus, dass er nicht parlamentarisch entwickelt wird, sondern von Experten aus angelsächsischen Bereichen, wie man so lesen kann, und dass auch die parlamentarische Kontrolle fehlt. In meiner Auslegung dieses flüssigen Demokratieansatzes kommt es im Wesentlichen darauf an, und das darauf zielt auch die technische Lösung, dass der Entscheidungsprozess, dass das Entscheidungsverfahren positiv beeinflusst werden kann. Das ist das, was wir als Gewinn begreifen. Das Einbringen von neuen Perspektiven, von neuen Blickwinkeln, von Verbesserungsvorschlägen soll letztendlich im Ergebnis dazu führen, dass bessere Resultate erzielt werden. Das ist das, was wir auch erreichen wollen. Und das ist übrigens das, was viele Menschen auch in die Piratenpartei führt. Wenn ich jetzt mit neuen Mitgliedern spreche, ist es immer die Aussage, wenn direkt oder indirekt gesagt, wir wollen uns an politischen Prozessen beteiligen können. Und wir wollen in der Piratenpartei mitmachen, weil ihr da, glaube ich, neue Wege geht. Also beim Fiskalpakt gibt es tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Sowohl Linke wie Piraten setzen da ja auf eine Volksabstimmung, was das anbelangt. Ich glaube, es gibt aber auch einen Unterschied. Und das sage ich, ich finde das großartig, dass über die Piratenmethoden wie Liquid Democracy also auch bekannter geworden sind, die Runde machen, ja, also in Zeitungen beschrieben werden und ja auch von anderen Parteien jetzt aufgegriffen und praktiziert werden. Das ist ein realer Verdienst von den Piraten. Aber gerade am Beispiel der Euro-Krise wiederum sieht man, das zentrale Problem, oder Euro-Krise ist ja nicht nur ein Problem von mangelnder Transparenz und mangelnder Beteiligung. Also die Euro-Krise zeigt ja auch vor allen Dingen auf, dass Politik am Gängelband der Finanzmärkte hängt. Und dieses Problem, also auch diesen enormen Konflikt, den löst du nicht einfach durch Liquid Democracy und den löst du nicht durch den Einsatz des modernen Smartphones. Das ist ein realer ökonomischer Machtkonflikt, wo man sich auch bereit sein muss, sich mit den Konzernen anzulegen. Und wenn ich da höre, dass ihr sozusagen die Schuldenbremse befürwortet, dass ihr bei der Besteuerung auf eine Flat Tax setzt, da habe ich halt die Sorge, dass ihr dann nicht bereit seid, diesen nächsten logischen Schritt, den man eigentlich gehen müsste, wenn man auch historisch an der Tradition der Piraten anknüpft, ne? Also historisch haben die Piraten immer von den reichen Seeleuten genommen. Und heutzutage, finde ich, fehlt euch da so ein bisschen der Biss, was das anbelangt. Na, Biss haben wir schon genau. Um das dann zu erläutern. Euer Biss, inwieweit seid ihr bereit, dass der Biss, und das frage ich jetzt wirklich ernsthaft, weil bisher die Äußerungen, das finde ich echt schade, in eine andere Richtung gehen von euch. Also inwieweit seid ihr bereit, den Biss auch Richtung großer Konzerne zu richten und Richtung Superreiche? Das wird ein Bundesvorsitzender der Piratenpartei nicht auf einem Podium vorgeben und entscheiden, welche Richtung die Piratenpartei in Wirtschafts- und Steuer- und finanzpolitischen Dingen geht. Das, was ich
Das, was ich einmal in einem Interview gesagt habe, war der Versuch einer Beschreibung, worüber die Piratenpartei hinsichtlich der Steuerpolitik nachdenken. Und das Beschließen wird letztendlich bei uns immer ein Bundesparteitag, denke ich, der Bundesvorstand oder ein Bundesvorsitzender. Es gibt eine Diskussion, insofern ist es eine Werkstattdiskussion, ein einfaches, klares und transparentes Abgabensystem vorzuschlagen, das natürlich auf Gerechtigkeit setzt. Ja, aber Kirchhof ist nicht gerecht, das heißt, dieselben Steuersatz für alle. Ich stand vor der Situation, mir wurden zwei Modelle vorgestellt, was ist es denn? Und dann habe ich gesagt, es geht wohl eher in Richtung. Das ist dann in der Fragestellung, so ist das halt in der Presse, dann wird das anders dargestellt. Aber das sind Dinge, die nicht ich entscheide, sondern das sind Dinge, die letztendlich derzeit von verschiedenen... vielleicht darf ich ausreden. Ich kann auch selbstbestimmt dann auch versuchen, meinen Satz dahin zu führen. Das sind Dinge, die letztendlich in der Piratenpartei von Arbeitsgruppen, von Initiativen, von Menschen, die sich diesen Herausforderungen, Problemfragen stellen wollen, gelöst werden und dann vom Bundesparteitag beschieden werden. Okay, das ist aber jetzt eine Antwort und ich meine das jetzt nicht böse, nicht? Weil ich bin ein strenger Regierungsdirektor manchmal. Nee, weil wir wollen jetzt nicht in so ein Rollenspiel verfallen, aber Ihre Antwort ist jetzt so eine typische Politikerantwort. So, das entscheiden wir in den Gremien zum angemessenen Zeitpunkt. So, aha, okay, das war jetzt aber gar nicht meine Frage. Ja, aber was setzen Sie denn dagegen? Soll es Katja Kipping, soll für die Linke hier die Programmatik der Partei vorgeben? Das wäre die Alternative. Gar nicht, aber zum Beispiel was? Ich bin vielleicht manchmal gar nicht so sehr an den Inhalten interessiert, als vielmehr an der Form der politischen Kommunikation, weil ich glaube, das bedeutet ganz viel. Und Sie hätten jetzt ja ganz viele Möglichkeiten gehabt, darauf zu antworten. Sie können da zum Beispiel sagen, das wissen wir noch nicht, das klären wir. Oder meine persönliche Einschätzung ist, es geht irgendwie so in die Richtung, da muss ich dann irgendwie bei meinen Leuten dafür kämpfen, dass ich eine Mehrheit kriege. Oder Sie haben aber die Variante gewählt, im Prinzip gar nichts zu sagen. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie haben einfach auf die Frage nicht beantwortet. Nein, das und das finde ich, ich finde das nicht schlimm, ich finde das so interessant, weil das im Prinzip ja eigentlich eine Methode vom Polit-Talk ist, die mir als Journalist, wenn ich das ehrlich sagen darf, irgendwie ganz schön auf die Nerven geht, weil ich sage, Mann, ja, ey, dann, was denn? Du musst doch dazu irgendeine Meinung haben. Ich habe versucht, das darzustellen. Was überlegt wird, ist in der Piratenpartei eine Effizienz- und Effektivitätsbetrachtung eines vereinfachten Abgabensystems zu realisieren. Und zwar Abgaben, die nicht nur Steuern beinhalten, sondern auch zweckgebundene Abgaben. Wir kennen Einnahmesituationen in öffentlichen Haushalten, die bestehen aus Steuern und zweckgebundenen Abgaben, die man entrichten muss. Und dass man das Abgabensystem in Deutschland betrachtet und dann nach effektiveren und effizienteren Lösungen sucht, die letztendlich auch auf Vereinheitlichung und bessere Nachvollziehbarkeit setzen. Dazu gehört auch, dass man beispielsweise darüber nachdenkt, wie gesagt, das entscheide nicht ich beschreibe das hier nur, dass man vielleicht auch darüber nachdenken sollte, solche Abgabesysteme wie die GEZ auch zu integrieren in ein gesamtstaatliches Abgabensystem, dass es dem Bürger wesentlich leichter fällt, Abgabezahlungen auch nachvollziehbar zu überprüfen. Aber das ist, wie gesagt, ein Diskussionsstand und ich muss Rücksicht nehmen auf meine Kollegen in der Partei. Wir machen eine andere Art von Politik in der Piratenpartei und ich finde es schade, dass Sie das nicht akzeptieren. Also Rücksicht nehmen, ich will das nicht verstehen. Eigentlich in der Regel Parteivorsitzende immer und ich will auch sagen, ich finde es auch eine schlechte Kritik an den Piraten, Sie zu kritisieren, dass ihr noch nicht auf alle Fragen eine Antwort habt oder dass ihr nicht zu allen Punkten schon eine mehrheitliche Position habt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich habe auch in meiner Partei dafür geworben, dass wir Punkte benennen, wo wir noch miteinander diskutieren müssen. Das ist nicht das Problem. Aber man muss dann schon deutlich machen, bei welchen Punkten man offensichtlich kein Garant ist. Ne? Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstelle und alle Positionen vorgebe für die Partei. Bei uns finden genauso Willensbildungsprozesse statt und am Ende entscheidet ein Parteitag. Aber man muss auch wissen, gerade wenn man antritt zu einer Wahl, man wird gewählt und kommt wirklich sogar noch, wird eingeladen zu Koalitionsverhandlungen. Und es gibt zu dieser Frage keine Position.
dann wird derjenige, und das ist in der Regel auch der Parteivorsitzende, der in diesen Verhandlungen ist, hat der mit sozusagen eine Entscheidungsmacht. Ich will das mal ganz plastisch machen, warum ich an einigen Punkten auch nachfrage, um zu wissen, seid ihr da eine Schutzmacht oder nicht. Also Beispiel, Piraten kommen rein in den Bundestag, werden mit eingeladen von Rot-Grün zu Koalitionsverhandlungen und dann geht es um die Außenpolitik. So, und sagt, ihr habt dazu keine Position, das ist okay, aber dann weiß man auch, vor allen Dingen, da du ja auch gesagt hast bei der Kandidatenbefragung, du findest die Auslandseinsätze im Kosovo und in Afghanistan positiv, das ist von Seiten der Piraten. Das hast du auf dem Parteitag gesagt bei der Kandidatenbefragung. Aber gut, kannst gerne korrigieren, würde mich freuen. Aber das heißt dann, die Piraten sind kein Garant dafür, dass es in der Außenpolitik irgendwie in Richtung mehr friedlicher Außenpolitik geht. Das muss man dann wissen. Das ist die Konsequenz dieser Haltung. Ich muss nochmal betonen, die Piratenpartei ist eine Partei, die antritt, auch die politische Methode in diesem Land etwas zu ändern. Und es würde bedeuten, wenn die Piraten dann in Parlamente einziehen, auch in einen Bundestag, dass auch die Form der Koalitionsverhandlung, die du gerade angesprochen hast, eine ganz andere wäre. Also sie wird wesentlich stärker von Öffentlichkeit und auch wesentlich stärker von Beteiligung geprägt sein. Du hast vielleicht ein anderes Amtsverständnis als ich. Mein Verständnis vom Amt eines Bundesvorsitzenden ist nicht geprägt von Entscheidungsmacht, in diesen Dialogsituationen, die du ansprichst, dann Vorgaben oder einfach Entscheidungen zu treffen, sondern ich werde versuchen, mich rückzukoppeln mit möglichst vielen Piraten. Zu meiner Aussage, Auslandseinsätze hätte ich gut geheißen, das muss ich ja einmal sagen. Ich habe gesagt, sie beruhen auf parlamentarischen Beschlüssen und sind deshalb nicht erstmal in Frage zu stellen. Ja, ich habe das beschrieben. Die Beteiligung, die ein zentrales Element ist, der Piraten, und ich gebe Ihnen da recht, ich glaube, dass viele Missverständnisse oder Fragen sind, weil die Leute suchen nach Programm und verstehen nicht, dass es um Methode geht. Ich glaube, dass das schon, haben Sie, glaube ich, eben selber nochmal sehr klar gesagt. Ich glaube, dass wir das auch, sage ich jetzt mal, bei uns in der Zeitung auch im Prinzip auch begriffen haben und auch gutheißen, weil wir das spannend finden. Dann muss man sich aber die Methode auch nochmal angucken. Und die Methode dieser Beteiligung funktioniert bei Ihnen, wenn ich das richtig jetzt gelesen habe, auch jetzt nicht so doll, oder? Also Sie meinen die Beteiligung an unserem digitalen Kommunikationsinstrument, das nennt sich Liquid Feedback, ich sage mal digitales Kommunikationsinstrument. Es ist ein Kommunikationsinstrument, weil es Meinungsbilder erzeugen soll. Es wurde oftmals oder in der öffentlichen Berichterstattung gesagt, die Beteiligung sei gering, das sehe ich ein bisschen anders. In diesem Instrument können Piraten mitarbeiten, indem sie Meinungsbilder initiieren, sich daran beteiligen, Ergänzungen vornehmen oder Entscheidungen treffen, wenn sie zahlendes Mitglied der Piratenpartei sind. Und wenn man sich die Gesamtzahl der zahlenden Mitglieder in diesem Jahr anschaut und die Beteiligungsquote, wie viele Personen die Möglichkeit haben, an Liquid Feedback teilzunehmen, dann ist das sehr gut. Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber es ist so, dass wir bei jetzt knapp, vor 4 Wochen hatten wir oder vor 8 Wochen hatten wir 16.000 zahlende Mitglieder und es hatten 11.000 Mitglieder die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und das finde ich dann schon. Sie hätten die Möglichkeit. Ja, ich bin jetzt nicht der Parteivorsitzende, der eben sagt, du musst jetzt damit mitmachen. Das ist auch immer eine freie Entscheidung, ob man dieses Instrument nutzen möchte oder nicht. Na, aber Sekunde, dann haben Sie aber Beschlüsse, die von 200-300 Leuten getroffen werden. Nein, ich habe gesagt, es werden Meinungsbilder in dem Tool erzeugt. Die Beschlüsse trifft das Organ, das ist der Bundesparteitag. Also ich finde tatsächlich, das ist ja auch bei der Linken, gibt es ein klares Verständigung darauf, wenn man sich entscheidet mitzumachen, zum Beispiel bei einer, oder sich entscheiden sollte, einer Koalitionsverhandlung zuzustimmen, dass es zuerst einen Mitgliederentscheid geben muss. Also das ist bei uns etwas mehr in der analogen Welt, aber wir wollen eben genau auch diese Rückkopplung haben. Und bei uns gibt es im Vorfeld schon Diskussionen, welche Punkte man stark macht, eben nicht damit, dass eine Person alleine selbstständig entscheidet. Ich glaube nur, dass wenn eine Partei im Vorfeld zu einer Position nicht schon eine vertiefende Debatte hat, dann wird zwangsläufig die eigene Stimmungslage der Personen, die dort beteiligt sind, viel mehr Macht haben, als wenn es im Vorfeld eine kollektive Debatte gegeben hat und man weiß, was man zum Beispiel der eigenen Partei zumuten kann und auch die Wähler im Vorfeld wissen, worauf man sich einlassen kann. Es ist vielleicht auch eine Form von Transparenz, was das anbelangt. Aber ich will nochmal an der Methodensache anknüpfen, weil es gibt ja auch, ist ja klar, bei den Parteien entscheidet am Ende der Parteitag, der Bundesparteitag, gibt es ja zwei unterschiedliche Methoden, ob man es mit Mitgliedern macht oder mit Delegierten.
ihr habt euch entschieden, dass über das alle Mitglieder daran teilnehmen können. Da gibt es jetzt auch wohl eine spannende Diskussion. Die Emanzipatorische Linke in Berlin wird nächste Woche mit Leuten von euch darüber diskutieren, was das transparentere oder partizipatorischere ist, Delegierte oder Mitglieder. Ich will nur auf ein Problem hinweisen, wenn man sagt, alle Mitglieder können, sind stimmberechtigt und man übernimmt dann nicht die Fahrtkosten, und das ist ja bei euch der Fall, dann gibt es natürlich automatisch eine Situation, dass Besserverdienten es leichter haben, auf den Parteitag zu fahren und sich daran zu beteiligen. Und es besteht die Gefahr, dass auf der letzten Entscheidungsetappe, nämlich auf dem Bundesparteitag, ärmere Leute nicht so stark vertreten sein können. Also wir wollen das Problem damit lösen, dass wir zum einen ein Organ der ständigen Mitgliederversammlung einführen, das wir sehr stark auf Unterzuhilfenahme technischer Lösungen zielt. Da hat der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern jetzt einen Beschluss auf den letzten Landesparteitag getroffen, die ständige Mitgliederversammlung einzuführen, vorzusehen. Worüber wir auch nachdenken und was ist das? Das ist im Grunde eine Art ständig tagende Mitgliederversammlung, ein Organ, das ständig tagt. Das permanente Parlament. Am Internet. Über digitale Kommunikationsinstrumente, also im Grunde virtuell, so ein bisschen beschreiben. Zum anderen, was wir auch erproben zurzeit, ist etwas, was wir dezentrale Parteitage nennen. Das ist also beispielsweise der Versuch, Parteitage durchzuführen, die an unterschiedlichen Standorten stattfinden. Und damit dieses Problem ein Stück weit gelöst wird, da gebe ich dir recht, das ist, wenn wir einladen zu einem Bundesparteitag, muss jeder für die Fahrtkosten selber aufkommen. Delegierte fahren auf Parteikosten oder würden auf Parteikosten fahren. Wenn wir aber versuchen, mit beiden Versuchen, einmal das Organ einer ständigen Mitgliederversammlung und zum anderen der Versuch, verlässliche, dezentrale Parteitage durchzuführen, dass wir diesen Nachteil ausgleichen können. Das werden wir erproben. Wir haben uns in Kreisparteitagen einmal erprobt. Das ist nicht gut gegangen, das kann man auch sagen. Da hat das nicht funktioniert, der dezentrale Parteitag, Kreisparteitag. Aber man muss ja, denke ich, auch in kleinen Schritten so etwas mal erproben dürfen. Als die Linkspartei im westdeutschen politischen System angekommen ist, ist sie ja, also um es jetzt mal freundlich zu formulieren, nicht mit offenen Armen empfangen worden, ne? Ja, das kann man schon so sagen. Und man muss so sagen, dass der Willkommensgruß der Mediale für die Piraten, gut, liegt vielleicht auch an diesem wunderschönen Namen, ja, also der ist einfach mal, welcher kleine Junge wollte nicht schon mal auf einer Faschingsparty Pirat sein und so, das zieht so, ja. Das lag an mir, an meinem Äußeren. Ja. Dann. Vielleicht liegt es ja auch da, also naja, vielleicht liegt es ja auch doch daran, dass manche Kräfte nicht so eine Sorge vor euch haben müssen. Also zum Beispiel Medienkonzerne. Danke, da würde ich gerne nachlegen sozusagen in der Frage, weil nämlich die Linkspartei auch mit einigem Grund sich über die Mainstream-Medien beklagen kann, wie sie da behandelt wird. Diese Klage können die Piraten eigentlich nicht führen, oder? Ja, dass wir missachtet werden. Ja, das geht Ihnen doch ganz gut mit den Medien. Die sind doch ganz nett zu Ihnen. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde jetzt Journalisten nicht so kategorisieren, dass sie jetzt sehr nett oder schön für die Piraten, über die Piratenpartei schreiben. Ich kann zahlreiche Artikel, habe ich in Erinnerung, die nicht so sehr positiv geprägt waren. Wir haben natürlich ein Stück weit zurzeit erhebliche mediale Aufmerksamkeit, weil man uns zutraut, als neue politische Kraft für ein Wechselklima in Deutschland zu sorgen. Und diesen Prozess zu beobachten, wie eine junge Partei sich langsam entwickelt und realistische Chancen hat, beispielsweise in den Bundestag zu ziehen, weckt natürlich das öffentliche Interesse. Als die Grünen vor 30 Jahren ungefähr auch realisiert haben oder realisieren konnten, da war die Medienökonomie noch nicht wirklich so wettbewerblich und auch quantitativ ausgeprägt. Und jetzt erscheint es als eine Wand manchmal. Also ich muss sagen, als ich gewählt worden bin, bin ich in eine Wand aus Kameras und Fotografen gelaufen und ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen darüber so erschrocken. Also Hermann Hesse hat ja mal in einem Gedicht geschrieben, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der es schützt, und ich glaube, das ist schon auch was, wovon neu gegründete Parteien auf jeden Fall profitieren. Ich würde gerne nochmal zu einem politischen Punkt kommen, und zwar
der Europolitik. Da haben Sie ja geklagt in Karlsruhe gegen die Euro-Rettungspläne. Und, aber der Demokratieverlust, den Sie beklagen, betrifft ja immer nur die nationalstaatliche Ebene. Ich sehe nicht bei Ihnen, aber ehrlich gesagt bei Ihnen auch nicht, die Sie ja die gleiche Haltung vertreten, den Anspruch oder den Versuch oder irgendwie so den Impetus, über diese nationalstaatliche Ebene hinauszukommen und die europäische Öffentlichkeit zu initialisieren und zu gründen, die man ja eigentlich jetzt dann bräuchte. Ist das nicht ein Versäumnis? Ja, ich würde das auch nicht so teilen, Ihre Einschätzung, weil es mir persönlich auch zum Beispiel sehr wichtig war, und wir das immer wieder stark gemacht haben, zu sagen, die Antwort auf den Fiskalpakt heißt jetzt nicht irgendwie zurück zum Nationalstaat, sondern die Antwort auf Rettungsschirm, sogenannten Rettungsschirm und Fiskalpakt heißt einen europaweiten Sozialpakt. Und ich habe zum Beispiel gesagt, auf der Verfahrensebene lautet die Antwort zu den jetzigen Verfahren, wo es durchgepeitscht wird in den nationalen Parlamenten jeweils, ist die Alternative dazu eine europaweite Volksabstimmung. Also mir ging es eben genau darum, dass der europäische Demos darüber entscheiden kann, was das anbelangt. Man muss natürlich bei jedem Problem sehen, es gibt immer eine verfassungsrechtliche Kritik und darüber hinaus gibt es noch eine politische Kritik. Zum Verfassungsgericht zieht man jetzt erstmal eher mit den juristisch relevanten Sachen. Darüber hinaus auf der politischen Ebene haben wir uns immer stark gemacht, dass es unsere Antwort zum Fiskalpakt halt Sozialpakt heißt. Ja, ich glaube, die Kritik, die wir geäußert haben, zielte nicht darauf auf nationale Parlamente, sondern auf Parlamente schlechthin. Auch das Europäische Parlament hat kaum Einflussmöglichkeiten und deswegen würde ich es auch nicht auf das Nationalstaatsargument zurückfallen lassen. Die Piraten versuchen zurzeit, sich auch europäisch besser zu vernetzen mit anderen Schwesterparteien aus anderen Ländern. Das müsste doch sehr leicht sein, das meine ich jetzt tatsächlich ernst. Das müsste technisch doch leicht sein und auch von der Sozialisierung. Also es müsste doch da so eine Art übernationale und auch überkulturelle große Gemeinsamkeit geben. Oder ist das nur eine Vorstellung von mir? Gibt es schon und ich glaube, dass die Zusammenarbeit, die Kooperation auf europäischer Ebene mit den Piratenparteien sehr gut funktioniert. Die deutsche Piratenpartei ist zahlenmäßig halt sehr groß und dominiert das zurzeit. Da müssen wir sehen, dass wir Vertreter aus anderen Ländern auch noch stärker an der Diskussion beteiligen können. Aber es ist der Versuch in der Tat, auch eine europäische Partei zu bilden mit europäischer Programmatik. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich da was Gutes entwickelt. Ja, es gut, ist so ein bisschen... Gut gesagt. Ich hätte natürlich gerne mehr. Also man möchte natürlich dann... Aber das ist vielleicht eine naive Vision. Ich stelle mir natürlich bei Ihnen vor, dass genauso wie bei den Linken, die Linke ist eine internationalistische Bewegung sozusagen in den Genen drin, das ist quasi ihr Job, den Nationalstaat zu überwinden. Also vor vielen Jahren eine europäische Linkspartei gegründet. Also genau, weil ich finde, dass das Paddeln im nationalstaatlichen Tellerrand ist sozusagen nicht nur inhaltlich falsch, sondern methodisch auch nicht mehr zu machen, wo du eine Globalisierung der Wirtschaft hast. Und deswegen war ich auch so ein bisschen, habe ich Ihrer Einschätzung widersprochen, weil ich das total wichtig fand. Wir haben ja auch von Alexis Tsipras, den wir hier eingeladen hatten, oder von dem französischen Linkskandidaten Mélenchon auch konkrete Positionen, die haben auch aufgegriffen. Also zum Beispiel fand ich ja ganz spannend, was in Frankreich Mélenchon gefordert hat, dass man nicht nur über ein Grundeinkommen oder über einen Mindestlohn, hat er es gesagt, nachdenkt, sondern auch über ein Höchsteinkommen nachdenkt. Das ist eine Debatte, die in Frankreich gestartet ist, die ich aufgegriffen habe und hier in Deutschland auch zur Frage gestellt habe. Ja. Warum braucht es mehr als eine 500.000 Euro netto im Jahr? Also mir fehlt da die Fantasie, wie man, sage ich mal, mehr als 500.000 netto im Jahr wirklich für Lebensgenuss ausgeben kann. Deswegen habe ich immer gesagt, besteht nicht dann die Gefahr, dass wenn die Leute mehr Geld haben, dass das vor allen Dingen in der Möglichkeit einfließt, in Demokratie oder demokratische Entscheidung sich zu erkaufen. Deswegen habe ich über eine sehr starke und couragierte Besteuerung von Reichtum nachgedacht. Ja, das ist, da können wir auch gleich hinkommen. Also Sie haben gesagt, es braucht eigentlich niemand das 40-fache des Ärmsten und ab 40.000 Euro netto im Monat gibt es kein mehr an Lebensgenuss. Herr Schlömer, wie finden Sie das? Also ich glaube, dass wir nicht immer mit neuen Forderungen nach neuen Steuerarten die Diskussion anheizen, sondern wir müssen einmal innehalten und überprüfen, wie wir unser Abgabensystem einfach mal auch neu formulieren können.
also die Diskussion, einfach zu sagen, wir müssen eine Reichensteuer einführen, würde letztendlich nicht dazu führen, dass man das auch aus unserer Sicht nicht mehr tragbare Steuersystem nicht ändert, sondern man würde einfach eine neue Steuerart obendrauf kippen. Und da wäre mir die vorherige Analyse über Effektivität, Effizienz des derzeitigen Abgabensystems würde vorgehen. Es könnte aber sein, dass es bei den Leuten ein Gefühl wieder stärkt, was unter Umständen verloren gegangen ist, nämlich das Gefühl der Gerechtigkeit, oder? Ja, aber dazu gehört auch, dass wir einmal überlegen, ob ein neues System, vielleicht ein Systemwechsel in der deutschen Abgabensystematik vielleicht auch dann zu mehr Gerechtigkeit führt, damit der Mensch überhaupt erstmal nachvollziehen kann, wofür er eigentlich direkte oder indirekte Abgaben aufwendet. Das finde ich jetzt schon ein Problem. Da muss ich nochmal nachhaken, weil ich finde, dann an irgendeiner Stelle kann man sich dann nicht nur sozusagen da rausreden und sagen, dass man müsste mal darüber nachdenken, sondern ihr habt euch ja klar bekannt, ja zur Schuldenbremse. Das heißt, man will nicht mehr Einnahmen. Ihr habt euch klar bekannt, so Forderungen, die ich richtig toll finde, kostenloser ÖPNV, war eine der ersten Debatten, die ich im Landtag miterlebt habe dazu. Ihr habt euch für ein Grundeinkommen, wobei nicht jedes Modell, was bei euch diskutiert wird, mein Herz höher schlagen lässt, aber zumindest habt ihr gezeigt, dass man damit auch Wahlkämpfe gewinnen kann, was super war. Aber wenn ihr all das wollt, und beim Grundeinkommen weiß ich nur wirklich, wovon ich rede, also wenn man das gut finanzieren will, erfordert das eine enorme Umverteilung von oben nach unten. Und ich finde, da muss man schon sagen, ihr müsst jetzt nicht im Detail sagen, welchen Steuersatz klein nach so und so viel hinterm Komma ihr haben wollt, aber die Frage steht doch, seid ihr bereit für eine Umverteilung von oben nach unten? Aber ganz kurz, ich habe das so verstanden, weil wer sagt, dass er das Steuersystem grundsätzlich fundamental umbauen will und radikal vereinfachen will, da halte ich zumindest die Umverteilung von oben nach unten für möglich. Es ist dann ein sehr radikaler Ansatz, so verstehe ich das, oder? Naja, als neue politische Kraft sollte man vielleicht auch nochmal den Blick über den Tellerrand ermöglichen. Ich will gar nicht ausschließen, dass es dann zu solchen Lösungen kommt, wie du sie beschrieben hast. Was die Schuldenbremse angeht, ist es auch eine persönliche Bemerkung von mir gewesen. Da gibt es auch andere Auffassungen in der Piratenpartei. Es gibt dazu auch keine Beschlusslage. Ich habe als meine persönliche Meinung gesagt, man muss mit dem wirtschaften, was zur Verfügung steht. Das ist dann auch als Schuldenbremsen interpretiert worden, aber das ist dann auch meine Auffassung gewesen. Also wir gehen zeitlich sozusagen jetzt ins letzte Viertel oder Fünftel, keine Ahnung, weiß ich. Und es gibt noch einen so einen Komplex, oder nicht hier drin, den ich gerne besprechen würde. Und zwar, wir waren jetzt eben bei Europa und bei der Idee mit der Gemeinsamkeit. Da hätte ich das übrigens aber schön gefunden, wenn Sie, oder es ist an mir vorbeigegangen, wenn Sie mit diesen Parteien so eine gemeinsame Erklärung gemacht hätten. Hatten Sie die? Ja, wir haben eine gemeinsame Erklärung. Wir haben auch jetzt gemeinsam aufgerufen zu einer europaweiten Initiative, dass es eine europäische öffentliche Bank geben soll, eine europaweite Initiative zur stärkeren Besteuerung von Reichtum und Millionären. Haben wir genau in diesem Rahmen der Europäischen Linkspartei gestartet und die läuft. Okay. Also die Suche, die Definition von Gemeinsamkeiten. Können Sie mir erklären, was man unter Commons versteht? Ja klar, also ich finde, Commons ist die zeitgemäße Form, die Eigentumsfrage zu stellen oder sie zeitgemäß im 21. Jahrhundert angesichts der Digitalisierung zu beantworten, nämlich dass es gemeinsame Güter gibt. Vor allen Dingen natürlich, Commons bezieht sich ja vor allen Dingen auf immaterielle Güter, Wissen, Kultur etc. Und das finde ich ist ein zentraler Punkt. Und das Magazin Prager Frühling, was ich mit herausgebe, hat schon vor ein, zwei Jahren eine Ausgabe nur zu dem Thema Kommunismus im Sinne von Wissenskommunismus und Commons herausgegeben, wo wir uns genau dem stellen und finden, dass halt Zeiten der Wissensgesellschaft es andere Formen von Produktion gibt, wie zum Beispiel bei Wikipedia, und dass das generell unser Verständnis von Beteiligung, aber auch unser Verständnis von Produktion und Arbeit verändert. Ist das was, womit Sie sich beschäftigen? Ist das in Ihrem Begriffs? Wir kennen das unter als Lizenzform, die CC, Creative Commons Lizenzen, kennen wir es natürlich auch. Und ich würde jetzt
jetzt auch mal beipflichten. Es geht darum, die Gemeinsamkeit, insbesondere Wissen, Information, Kultur zur Verfügung zu stellen für das Gemeinwesen, damit alle daran teilhaben und sich daran beglücken können. Das ist jetzt so schlecht formuliert, aber das, insofern würde ich dir auch das gleiche Verständnis davon. Also das ist etwas, wo Linke und Piraten sich einig sind. Ja, muss es vielleicht auch mal geben. Ich habe nie gesagt, dass es nur Trend. Es gibt dort, wo Ziele, Inhalte und Programme identisch sind, wo man auch ähnliche und gleiche Ansichten hat, das kann man auch miteinander kooperieren. Es gibt sogar ein sehr konkretes, praktisches Ergebnis einer gemeinsamen Zusammenarbeit, das Transparenzgesetz in Hamburg. Also die das nicht kennen, die Stadt Hamburg hat ein Gesetz beschlossen, wonach Verträge über 100.000 Euro jetzt immer ins Netz gestellt werden müssen. Das ist eine total spannende Sache, weil das über Wiki erarbeitet worden ist und es ist was promotet worden ist im Vorfeld von Linken, Piraten, Chaos Computer Club, Transparency International und so weiter, waren daran beteiligt und es ist Realität geworden, es ist ein Gesetz geworden und für ein gutes Beispiel, was auch andere Bundesländer aufgreifen sollten. Ich mache einen Vorschlag für eine weitere Gemeinsamkeit. Da ich aus Dresden komme, ja, da ist ja nur über deine Heimatstadt Hamburg gesprochen worden ist. Dresden hat ja immer am 13. Februar das Problem, dass die Nazis diesen Tag missbrauchen für ihre üble Form von Geschichtsrevisionismus. Und da gibt es ja weite Mobilisierung, um sich denen in den Weg zu stellen. Und meine Frage wäre jetzt so, ob du dir vorstellen kannst, dass im nächsten Jahr die Piraten, also auch ihre Fähigkeiten, die sozusagen ihre virtuelle, ihre digitale Mobilisierung bietet, voll nutzen, um mitten in diesem Tag zu den Blockaden zu mobilisieren, damit man deutlich macht, kein Fußbreit den Nazis. Das haben wir schon in diesem Jahr gemacht, im letzten Jahr auch. Und wenn du magst, können wir auch gemeinsam da auftreten. Da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung. Ist denn diese Commons-Idee, die ja aus dem Angelsächsischen kommt und die, glaube ich, in einem bestimmten Alters- und Bildungsschicht international anschlussfähig ist, also das braucht keinen besonderen kulturellen Hintergrund, das versteht man in Spanien genauso wie in Amerika, England, Deutschland oder Belgien, ist das vielleicht so eine moderne Variante oder so eine Keimzelle für so eine moderne Definition von Sozialismus? Ja, also das ist jetzt vielleicht hart für euch, aber ich finde schon, das ist genau ein zentraler Ansatzpunkt. Also, oder um jetzt mal doch zurückzugehen zu Marx, er hat ja immer gesagt, man muss also die Produktivkraft und die entscheidendste Produktivkraft ist der Mensch, irgendwann sprechen auf dem Stand. Ja, in dieser Frage ist das wirklich, und ich glaube, Marx wäre heute begeistert von den Möglichkeiten, die sozusagen diese Computerisierung, Digitalisierung bietet, das Zeitalter der Wissensarbeit. Und ich habe auch manchmal eine kleine Diskussion mit Gewerkschaftern und finde so, fortgeschrittenste Form der Produktivkraft Mensch ist halt genau die Wissensarbeit, die passiert und da ist auch ein unglaubliches Potenzial dahinter. Also früher hieß es immer so in der Arbeiterbewegung, wenn ein starker Arm es will, stehen alle Räder still. Ja, das war eher so ein Zeichen der Industriemoderne gedacht. Heutzutage könnte man sagen, wenn dein Fingerklick es will oder dein Fingertipp es will, dann kann ein Hacker auch ganz viel lahmlegen. Damit will ich jetzt nicht dazu aufrufen, auf keinen Fall, aber nur sagen, Anonymous zeigt ja, dass es heute Widerstandsformen gibt, die mit den Möglichkeiten des Netzes sehr, sehr aktiv umgehen. Also mir geht das zu weit. Also das Sozialismus-Konzept würde ich wirklich, kann ich nicht teilen. Mir fällt jetzt kein Argument ein, aber es ist ein Bundesvorsitzender der Piratenpartei kann auch mal sagen, jetzt fällt mir aber kein Argument ein. Ich muss ja nicht immer ständig Worthülsen wiedergeben, um eine Antwort zu kreieren. Aber das kann ja der Bundesparteitag dann beschließen. Ja, das geht ja nicht um den Bundesparteitag. Es geht darum, dass man, ob Ideologien ein Orientierungs- oder ein Maßstab sind zur Beurteilung, ob das Bereitstellen von Wissen, Information und Kultur eine richtige Basis hat. Es muss auch das Recht, das individuelle Recht da sein, das Selbstbestimmungsrecht, dass man beispielsweise auch selber entscheiden kann, ob man das zur Verfügung stellen will. Beim sozialistischen Konzept habe ich im Augenblick, wenn ich das jetzt bewerte, das Gefühl, es gibt so etwas wie den Zwang, es bereitzustellen. Dagegen würde ich mich wehren. Aber ich finde das natürlich total
spannendes Thema, wie Sie sich denken können. Also ich habe für mich bestimmte Definitionen so von links und weiß auch, warum ich mich irgendwie links finde und dass das auch nicht immer nur was mit Politik zu tun hat und so. Aber als Sie gesagt haben, Herr Schlömer, dass Sie nicht links sind, was meinten Sie denn damit? Dass ich liberal bin. Okay, das ist jetzt ein Wort gegen das andere. Ich fände es schon spannend zu wissen, was Sie damit meinen, was das eigentlich bedeutet für Sie. Ich vermag mich nicht auf einem zweidimensionalen Spektrum links-rechts zu verorten, weil ich finde das sinnlos, eine Matrix anzufertigen, die sagt, ich bin jetzt eher links oder eher rechts. Mein Verständnis von Politik und von Politikgestaltung ist davon geprägt, das ist mein Verständnis, dass es ermöglicht werden muss, dass ich als freier Bürger in diesem Land, ohne bedrängt zu werden von staatlichen Eingriffen, selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann. Das ist der Kerngedanke meines politischen Engagements. Und insofern bezeichne ich mich als liberalen Menschen. Also, dass dir der Sozialismusbegriff jetzt nicht bei dir so eine Begeisterung auslöst, finde ich zwar schade, aber geschenkt. Aber wo mir mal ein bisschen der Hut hochgeht, ich muss das jetzt mal loswerden, weil ich mich ein paar Mal auf die Zunge gebissen habe, ist immer wieder diese Ablehnung von Ideologie. Also ich finde ja, die schärfste Ideologie und die wirkungsmächtigste Ideologie gegenwärtig ist die Ideologie der Ideologiefreiheit. Ja? Also das wird ja wie ein Mantra immer vor sich hergetragen. Und was bedeutet das denn aber real, wenn man sagt, ich entscheide mich für keine Seite? Das heißt natürlich immer, dass man diejenigen, die momentan am Machthebel sitzen, unterstützt. So. Und deswegen finde ich, also ich erwarte mir schon klar, dass die Piraten sich jetzt nicht als kommunistische Partei, nicht als sozialistische Partei bezeichnen, das meine ich gar nicht, aber am Ende muss man sich, also finde ich schon, steht die Frage, will man die gegenwärtige Macht der Finanzmärkte und der Konzerne angreifen oder nicht und ob man das jetzt links oder rechts nimmt, aber da finde ich, muss man eine Position beziehen. Es ist ja interessant, dass so eine Studie gesagt hat, die Piraten sind in Wahrheit inhaltlich am nächsten bei den Linken. Legally. Vielleicht wollte er, dass das Ergebnis so ist, ich weiß auch nicht. Aber das war das Ergebnis. Wundert Sie das? Größte inhaltliche Nähe der Piraten zur Linkspartei. Ja, ich finde auf der Ebene der Forderungen, die auf den Wahlplakaten stehen, sind es also viele Punkte, wie gesagt, wo ich auch schon Anträge dazu gestellt habe, die ich super fand, wo ich mich gefreut habe, die auf Wahlplakaten zu lesen. Die Frage ist dann nur, wenn man das umsetzen will, muss man, glaube ich, den nächsten, da muss man wirklich Pirat sein und muss ran an die Reichen, da muss man ran an die Konzerne. So. Und deswegen, ich hoffe ja, dass sich die Piraten entscheiden, eher sich im linken Spektrum an. Also ich als Linkslibertäre hoffe sehr zu sagen, dass es eher eine Unterstützung des linkslibertären Spektrums gibt und nicht, dass man am Ende irgendwie die Piraten wählt und eine Unterstützung der FDP am Ende gewählt hat. Aber das ist, glaube ich, nicht entschieden, welchen Weg ihr einschlagen werdet. Ja, das wird auf jeden Fall nicht auf einer Podiumsdiskussion im Sommer 2012 entschieden. Wir werden sehen. Schauen wir mal, hat ein berühmter Fußballspieler gesagt. Ja. Nee, ganz kurz, ja, das machen wir doch gleich. Wir sind in 5 Minuten durch, dann können Sie ganz viele Fragen stellen. Aber der Herrschaftsbegriff ist doch irgendwie zentral. Und ich meine, da bin ich dann auch Traditionslinker. Ich finde, das Zentrale ist doch, wie Herrschaft, was versteht man unter Herrschaft? Wo lokalisiert man Herrschaft und wie verhält man sich dann dazu? Das ist ehrlich gesagt für eine politische Partei, würde ich jetzt mal so als Laie sagen, quasi so die Hauptfrage, oder? Es geht darum, und das ist das Ziel unseres Arbeitens, politische und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und Voraussetzungen zu schaffen, dass man politische und gesellschaftliche Teilhabe realisieren kann. Die müssen Sie dazu gehört zum Beispiel Bildung und Qualifizierung von Menschen, von jungen Menschen, damit sie bewerten, beurteilen können, damit sie Chancen, Gleichheit, Chancengerechtigkeit erleben, um politisch und gesellschaftlich beteiligt zu werden. Und das setzt natürlich auch voraus, dass es ein geringes Maß an Herrschaft gibt und ein hohes Maß an Beteiligung und Teilhabe. Ich glaube, vielleicht schließen wir damit das Gespräch hier und öffnen es dann ins Publikum, aber meine These wäre, wenn Sie das ernst meinen, dann müssen Sie auf Dauer eine linke Partei werden, weil anders geht das nämlich gar nicht. Weil das, was Sie da einfordern wollen, das hat im Moment jemand anders, das müssen Sie dem dann wegnehmen, müssen sagen, pass mal auf, die Teilhabe ist hier falsch verteilt, weil der soll nämlich auch teilhaben, das heißt, du musst ihm was abgeben, dann haben Sie Umverteilung, dann sind Sie in der linken Debatte drin.
oder? Ne, sie labeln das. Das ist ein Attributionsprozess. Sie labeln das als links. Ich kann das ja nennen, wie sie wollen, aber es ja, ist ja, aber so sie so labeln das als links. Ich, dann so. Und ich habe ein anderes Verständnis. Ich glaube, viele andere Piraten haben auch ein anderes Verständnis davon. Wenn, ich kann ihr Label links da nicht entdecken. Dann würde ich es gerne mal unabhängig, also ich verstehe, okay, es gibt ein Problem mit Labels, aber dann das nochmal konkret machen. Also für mich heißt jetzt jenseits von komplizierten Steuerdebatten links auch, dass es auch innerhalb einer politischen Gemeinschaft, also einer Partei, einen sozialen Ausgleich gibt. Deswegen ist es für mich vollkommen klar, in meiner Partei bezahlen reichere Leute höhere Parteibeiträge und Leute, die ein ganz geringes Einkommen haben, einen ganz symbolischen kleinen Preis bis hin zur kompletten Freistellung geht es, wenn das jemand anzeichnet. Ihr habt euch jetzt für einen pauschalen Mitgliedsbeitrag entschieden, das heißt ein Abgeordneter, der auch dank der Partei und dem ehrenamtlichen Engagement aller Mitglieder ein richtig hohes Einkommen hat, bezahlt dasselbe wie ein Hartz-IV-Beziehender. Und das finde ich ist so der Punkt. Man muss ja noch nicht mal kompliziert in komplizierten Steuern eine Position beziehen. Man könnte ja anfangen, in den eigenen Reihen eine Art von sozialen Ausgleich zu praktizieren, auch um es ärmeren Leuten leichter möglich zu machen, Mitglied zu werden. Also bei uns gibt es auch Sozialklauseln, da zahlt man keinen Beitrag oder reduzierte. Studierende zahlen, glaube ich, 1 Euro im Monat und im Jahresbeitrag von 12 Euro. Das, wir haben diese dynamischen, diese angepassten Modelle auch. Aber ihr habt euch gegen Mandatsträgerbeiträge entschieden auf dem letzten Parteitag und für einen pauschalen Mitgliedsbeitrag. Ja, wir haben uns gegen Mandatsträgerabgaben entschieden, das finde ich auch gut. Und wir haben aber eine Sozialklausel, dass normale Mitglieder 4 Euro Monatsbeitrag zahlen und diejenigen, die aufgrund bestimmter Rahmenbedingungen nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie dann nach Entscheidung der jeweiligen Teilgliederung auch einen reduzierten, einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag zahlen, der meines Wissens bei 1 Euro im Monat liegt. Und insofern grenzen wir niemanden aus, wir laden alle Menschen ein, auch an unserer Politik. Ganz kurz eine Frage, insofern kennen Sie eigentlich Anke Domscheit-Berg? Kennen Sie nicht? Achso, okay, ganz tolle, sehr spannende Frau, die jetzt bei den Piraten ist. Hätte mich gewundert, wenn Sie kennen, ob gefragt hätte ich mich dann, ob Sie sie gerne in der Linkspartei gehabt hätten. Denn die ist auch eine Linke. Ich kenne die Dame ja nicht persönlich. Okay, alles klar. Gut, ich denke, wir sind erstmal. Können Sie danach gerne gemeinsam abwehren? Nein, nein, ihr sollt doch zusammenarbeiten. Ihr sollt ja nicht gegeneinander arbeiten. Wir versuchen doch. Wenn das mit Rot-Rot-Grün schon nicht klappt, denken wir jetzt über neue Bündnisse im um den Bogen zu schließen zu dem modepolitischen Einstieg mit den Schuhen. Also in den Modemagazinen wird ja Colorblocking, Rot-Orange ist. Siehst du? Also, ein neue linksliberale Bündnisse. Jetzt bitte, ich glaube, wir haben ein Saalmikrofon. Wer Fragen stellen möchte, möge das einfach tun. Jetzt haben wir. Ja. Ich würde das die eine Geschichte mit dem Liberal vom Ende nochmal aufgreifen. Du hattest gesagt, dass du dich liberal einschätzt. Kannst du liberal so definieren, dass ich nicht gleich an Westerwelle und Rösler denken muss? Achso, wir können das auch unten lassen. Nee, ich muss dir ja keinen Gefallen tun. Das ist halt mein Verständnis, meine Werthaltung, mit der ich Politik mache. Und da musst du auch akzeptieren, dass das ist, was wonach ich strebe. Und ob das jetzt andere auch so sehen, das ist mir letztendlich egal. Man kann doch genauso gut sagen, und ich sehe mich eigentlich eher in der Nähe von Gerhard Baum oder Altliberalen, die wir zwar noch kennen, aber deren Politik wir in den 80er Jahren gesehen haben. Es ist in der Piratenpartei so, dass Menschen mit unterschiedlichen Strömungen sich zusammenfinden, das ist eine Art Netzwerkorganisation, und an den Synapsen versuchen sie gemeinsame Herausforderungen zu bearbeiten. Das ist naturgemäß so, dass es Menschen gibt mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und meine Ausprägung ist halt so, wie ich versucht habe, es zu beschreiben. Und so bin ich halt. Und ich muss ja auch versuchen, jetzt hier ehrlich und aufrichtig zu agieren. Okay.
Okay, Sie hatten ja, wie heißt das, eine Verständnisfrage nach dem politischen Prinzip der Piraten und gleichzeitig wollten Sie wissen, ob wir jetzt links, rechts oder wo auch immer sind. Das Tolle ist, ich habe mich umgeschaut, ich sehe mindestens 30 Piraten und dieses Liquid-Feedback-System funktioniert in etwa so, dass der Bernd jetzt fragen könnte, wer fühlt sich denn jetzt hier links? Dann könnten theoretisch die Piraten mal aufzeigen, die es, wie heißt es, sich eher links fühlen. Ja, und das ist dann in dem Fall direktes Feedback, das ist Liquid-Feedback und jetzt sehen Sie auch ungefähr, wie das Stimmungsverhältnis ist. Dann ist ja super. Also ich fand, Herr Augstein, Ihren Satz zum Schluss eigentlich den wichtigsten des ganzen Abends. Wir wollen doch eigentlich, dass ihr zusammenarbeitet. Und wenn die Existenz und die Entstehung der Piraten so eine wahnsinnige Faszination in diesem Land auslöst, der ich mich auch nicht entziehen kann, dann ganz bestimmt nicht, weil der Bundesvorsitzende durch die Lande zieht und solche Veranstaltungen absolviert wie heute Abend, sondern weil die Wahl für die Piraten mit ganz anderen Erwartungen eine völlig neue Form von Politik verbunden ist. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass man nicht in dem alten Stil, wie ich es mit 18 Jahren in Bayern kennengelernt habe, SPD- und CDU-Abgeordnete, Bürger fragen, Politiker antworten, sich gegenseitig abgrenzen. Meine Frage, meine Bitte, könnt ihr beide einfach mal drei wichtige Punkte nennen, wo ihr thematisch Übereinstimmung mit der anderen Seite habt und wo ihr Vorschläge habt, konkret in die Aktion zu gehen und zwar nicht nur als Parteipolitiker, sondern auch eure Anhänger mobilisieren wollt. Drei konkrete Punkte von beiden. Wähler, Wählerinnen und Wähler. Ziemlich viele Millionen. Mobilisieren. Ja, super Idee, mach mal. Das ist genau die Art, die ich eigentlich verhindern möchte, dass ich jetzt sage, ich sehe drei übereinstimmende Punkte, die ich gerne mit der Linken bearbeiten möchte. Das ist einfach nicht die Methode, mit der wir arbeiten. Ich werde jetzt nicht drei Punkte nennen, mit denen wir jetzt versuchen, weitere Gespräche zu führen, sondern... Ja, es gibt vielleicht einzelne Dinge, die man verfolgen kann. Aber würde ich gerne vermeiden. Ich muss ich habe eine schwierige Rolle als Vorsitzender, sondern ich muss, bin Sprachrohr der Piratenpartei, ich muss auf die unterschiedlichen Strömungen, Meinungen, Werthaltungen Rücksicht nehmen und ich muss vor allen Dingen Rücksicht nehmen auf Beschlusslagen, die Piraten mehrheitlich getroffen haben. Und wenn ich jetzt sagen würde, die drei Punkte wollen wir verfolgen und mit denen wollen wir dann mit den Linken zusammenarbeiten, das würde etwas zu viel sein. Also muss ich passen. Also Rücksicht auf die Mitgliedschaft muss man, glaube ich, als Vorsitzende jeder Partei nehmen. Also zumindest ist das jetzt nicht so, wenn man bei der Linken zum Vorsitzenden gewählt worden ist, dass man dann autokratisch das Programm setzen kann. Aber wenn ich jetzt mal übereinander lege, was gibt es an programmatischen Beschlüssen bei den Linken und was habe ich bei den Piraten an Beschlüssen wahrgenommen, beziehungsweise was gibt es an konkreten Handlungen, habe ich jetzt schon mal drei Punkte ganz spontan. Also zum einen der Einsatz für einen kostenlosen ÖPNV ist ein gemeinsamer. Der Einsatz für kostenloses WLAN. Für alle Zugänge. Ja, Entschuldigung, ich weiß, fahrscheinfreien ÖPNV, wie er in Templin für ein paar Jahre funktioniert hat, wie er jetzt in einer Stadt wie Tallinn wieder eingeführt worden ist. Und ein dritter Punkt, glaube ich, wo wir gemeinsam auch an einem Strang ziehen, das ist die Verhinderung der Leistungsschutzgesetze, die von den Presseverlagen kommt. Da gibt es eine gemeinsame Initiative, IGL, die wo nicht nur Piraten und Linke dabei sind, sondern auch eine außerparlamentarische Bewegung. Also da muss ich jetzt nicht autokratische Herrschaft ausüben, um diese Gemeinsamkeiten herauszufiltern, sondern da gibt es schon gemeinsame Aktionen. Also da hätte ich bin ja nur der Moderator, aber... aber könnt ihr nicht ein bisschen höher zielen? Ich meine jetzt hier so ÖPNV und WLAN und so, okay, das ist sicher auch echt total wichtig, aber wie wäre es denn mal mit, wenn ihr zu dritt sagt, Urheberrecht, Europa, Energiewende? Weil ich meine, das sind die drei echt die Großthemen, auch die Mobilisierungsthemen. Und das sind auch die Themen, wo die anderen Parteien total alt aussehen und tierische Probleme haben, weil sie sich da so verfangen in ihren widerstreitenden Interessen. Wohingegen ihr Urheberrecht, Europa, Energiewende könnte total gut Gemeinsamkeiten schaffen, oder? Ja, das muss jetzt Bernd beantworten, weil er sich ja immer geweigert hat, konkrete Punkte zu benennen. Ja, da bin ich als Hamburger auch weiter widerborstig. Es wird ja keine Zusagen geben. Ja.
und werde darüber nachdenken und dann beim nächsten Treffen dann noch mal, können wir nochmal schauen. Nein, also ich werde mich jetzt hier nicht verleiten lassen und jetzt hier nach Gemeinsamkeiten suchen und Absprachen treffen, das mache ich nicht. Dafür bitte ich um Verständnis. Weitere Fragen? Ich hätte eine weitere Frage, und zwar an beide. Hier wurde das Thema Herrschaft und Politikverständnis angesprochen und dabei ging es ja vor allem auch dann um das Verständnis der Piraten zum Beispiel oder das Verständnis der Linken. Mich würde von Ihnen beiden interessieren, wenn man jetzt an die Proteste Stuttgart 21, Occupy etc. denkt, glauben Sie, dass wir in den letzten Jahren so viele Proteste erleben, weil die Leute mitregieren wollen oder weil sie im demokratischen Rahmen gut regiert werden wollen? Das ist eine kluge Frage. Danke. Ich glaube, dass Menschen beteiligt werden wollen. Sie möchten Einfluss nehmen, gerade wenn es beispielsweise um regionale Entscheidungen geht, wie den Bahnhof Stuttgart 21. Da hat ja es eine Mobilisierungsbereitschaft gegeben von Menschen, denen man das nie zugetraut hätte, dass sie sich einmal, das sagen sie auch öffentlich, dass sie einmal demonstrieren und gegen etwas einstehen. Ich glaube, dass es Menschen darum geht, beteiligt zu werden, im Entscheidungsprozess, den Entscheidungsprozess mitgestalten zu können und nicht mitzuregieren. Das war dann Ihre Frage, oder? Ja, mitregieren, also mitregieren. Ja, ich glaube, das Erstere ist, glaube ich, für die Menschen wichtiger, dass sie ihre Position einbringen können und damit auch Entscheidungen positiv beeinflussen können. Also eine Kombination, also nicht unbedingt mitregieren müssen. Also was jeweils die Motivation der Beteiligten an Protesten ist, die wird vielleicht doch sehr unterschiedlich sein. Und da will ich jetzt, man neigt ja mal so ein bisschen dazu, das, was man sich selber wünscht, in die anderen hinein zu projizieren. Ja, insofern versuche ich jetzt gar nicht meinen Wunsch in die Protestbewegung hinein zu projizieren, sondern würde nur sagen, also ich persönlich finde diesen ja, schon etwas älteren Slogan von Michel Foucault, nicht dermaßen regiert werden, sehr schön, weil er auch sozusagen was Selbstermächtigendes hat. Und für mich zum Beispiel bei Politik wäre es immer entscheidend zu schauen, was sind Instrumente, die den Einzelnen in die Lage versetzen, sich selbst zu ermächtigen. Das ist ja auch für mich der Hintergrund gewesen, mich so fürs Grundeinkommen einzusetzen, weil ich es sozusagen als eine Möglichkeit, ein Instrument zur Selbstermächtigung verstehe. Ich habe eine Frage zum Thema Bildung, und zwar an Frau Kipping. Ich würde gerne... Kann man immer aufstehen, weil man nie weiß, wer der Fragesteller ist. Okay. Das bin ich. Hallo. Hi. Mein Name ist Nikolai. Ich setze mich bei der Piratenpartei dafür ein, um die Schulpflicht gegen eine Bildungsfreiheit umzuwandeln. Und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, Frau Kipping, wie Sie zu der Schulpflicht stehen. Das heißt, es gibt ja den Schulzwang, gerade in Ihrem Bundesland, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, wird es von der Polizei möglicherweise abgeholt. Und alternativ gibt es eben in den meisten europäischen Ländern und anderen Ländern eine sogenannte Bildungsfreiheit. Das heißt, man kann sich auch jenseits von Schule bilden. Und da hätte ich gerne Ihre persönliche Meinung und wie Ihre Partei sich dazu... Man kann in Amerika Asyl beantragen wegen so einer Sache. Mittlerweile brauchen Sie nur noch nach Polen zu gehen. Vielleicht ist das auch interessant, dass die meisten diktatorischen Staaten, als die ihre Diktatur abgeschafft haben, auch die Schulpflicht abgeschafft haben. Also ich persönlich bin in der Bildungspolitik, gebe ich zu, ist der Schwerpunkt meiner Auseinandersetzung immer ein anderer, nämlich zu sagen, es müssen die Kinder möglichst lange in die gleiche Schule gehen, dass es nicht so eine frühe Aufteilung hat. Und ich finde, der eine Punkt, der zweite Punkt ist im Bildungsansatz, deswegen habe ich auch mehrere alternative Schulen besucht und mir angeschaut, und das ist für mich vielleicht das Zentralere, nämlich dass es der Ansatz einer Schule nicht ist, dass Kinder trainiert werden, Sachen auswendig zu lernen, was in Zeiten von explodierendem Wissen sowieso hinfällig ist, weil man kann ja schnell ins Internet, man muss ja über Google gehen, man kann ja über Ecosia, die grüne Suchmaschine gehen und sowieso gleich, was man wissen will, immer sozusagen sich raussuchen. Also finde ich eine Schule, die Kinder auf auswendig lernen trimmt, um womöglich noch auf Gehorsam
insgesamt drin fallst. Und ich fand es immer wichtig, dass die Schule zur eigenen Wehrhaftigkeit erzieht. Und das war so mein zentraler Ansatzpunkt. Deswegen, ich spannender finde, wie sind die Lehrpläne ausgestaltet und wie verhindert man, dass es in der Schule eine soziale Selektion gibt. Wenn man jetzt den Hauptkampfpunkt Abschaffung der Schulpflicht war, bisher muss ich sagen, jetzt nicht mein Hauptansatzpunkt in der Bildungspolitik. Eine weitere Frage. Ich bin jetzt dran. Ich hebe jetzt mal ganz hoch ab. Wir erleben ja zurzeit eigentlich den großen Konflikt, dass unsere Gesellschaft in den Metropolen, zumindest gerade auch durch die Entwicklung der IT und durch das Internet, unheimlich hochproduktiv geworden ist, auch weltweit, global, international hochproduktiv geworden ist und wir trotzdem andauernd irgendwie was vorgejammert bekommen, dass wir verzichten müssen. Das ist ja eigentlich der Grundkonflikt, den wir heutzutage erleben. Und meine Frage ist, ob es da nicht eine Schnittmenge gäbe, wie wäre es denn mit der Forderung oder mit der Perspektive einer demokratisch kontrollierten, einer demokratischen Ökonomie? Also eine Wirtschaft, die unsere hohe Produktivität ausnutzt und die einfach mal vom Willen der Bevölkerung irgendwie bestimmt wird durch Organisation und nicht nur von Wettbewerb und von Kapitalakkumulation. Wäre das nicht eine Schnittmenge? Herr Stürmann, ist das eine Schnittmenge für Sie? Nein, das, der Gedanke, den Sie beschreiben, den würde ich eher als planwirtschaftliche Modellierung kategorisieren. Die Bürger entscheiden, wie Ökonomie funktioniert. So interpretiert, und dann würde ich sagen, nein, das wäre jetzt kein Ansatzpunkt. So wie es beschrieben haben. Ich habe jetzt die Idee der Wirtschaftsdemokratie, ich kenne das ja unter dem Begriff Wirtschaftsdemokratisierung, das verstehe, also ist für mich nicht dasselbe wie Planwirtschaft, wie es zu Zeiten des Staatssozialismus war. Wirtschaftsdemokratie, so wie es diskutiert worden ist, kennt ja drei Ebenen. Beginnt damit an, dass in einem Betrieb die Beschäftigten stärker mehr Mitbestimmung haben. Ich finde, würde mir wünschen, dass Mitbestimmung nicht nur heißt, ich darf über meine Kaffeepause und über die Lohnhöhe mitverhandeln, sondern dass Mitbestimmung auch heißt, ich darf darüber irgendwann mal dass sich die Beschäftigten irgendwann anmaßen, wie produziert wird und was produziert wird. Also muss es immer die Dreckschleuder sein oder kann es nicht auch das umweltfreundliche Verkehrsmittel sein, was stärker produziert wird? Ja, also das finde ich so, ist eine Ebene der Wirtschaftsdemokratie. Dann gibt es noch andere Ebenen. Aber die spannende Frage ist ja tatsächlich, Demokratie, wenn man es ernst meint damit, darf nicht am Werkstor, darf nicht an der Bürotür aufhören. Also insofern finde ich, eine konsequente Demokratie bedeutet immer eine Demokratisierung auch der Arbeitswelt. Und in dieser Präzisierung, weg von Planwirtschaft hin zur Demokratisierung der Arbeitswelt? Ja, wenn man es so auslegt, wenn man auf Beteiligung, Teilhabe abzielt, dann kann ich dem durchaus Gewinnendes abführen. Aber ich habe die Frage so verstanden, dass die Bürger entscheiden, das Volk entscheidet, wie Ökonomie zu gestalten ist. Und das hat mich an eine Episode der Vergangenheit erinnert, die auf mich nicht wirklich überzeugt hat. Darf ich mal einen Zwischenruf machen? Wir sitzen, glaube ich, inzwischen alle drei auf dem Trockenen. Vielleicht kann jemand Abhilfe leisten. Wasser, bitte. Wasser. Hat irgendeiner Wasser für uns? Wir verdursten. Aber ich meine, brauchen wir jetzt auch Wasser? Wir sind im Grunde auch in kürzester Zeit durch. Wenn wir 2, 3, 4, 5 Wir sollen jetzt Wein bestellen. Okay. Hallo? Ja, ich war noch dran. Ja, ich weiß nicht, wer hat denn das Mikrofon? Ja, hier, ich hab's. Ja, dann stehen Sie auf. Ja, hier. Ja, super, gut. Ah, da sind Sie, sehr gut. Ich möchte Bezug nehmen vorhin auf die Aussprache von Frau Kibin, dass geringe Prozentzahlen der Bevölkerung gewissermaßen Wahlentscheidungen für eine Regierung treffen. Ich habe das neulich schon mal angesprochen, das Problem in einem Kreis, denke ich mal, wo es auch weitergetragen worden ist, beim Bundestagspräsidenten in einer Veranstaltung, dass die Wahlpflicht vielleicht dem abhelfen könnte, solche ehrlichen Überlegungen wie Kinder wählen zu lassen, Eltern wählen für 3 Kinder, dann lieber doch gleich sagen, alle Wahlberechtigten haben die Bürgerpflicht, zur Wahl zu gehen, bei natürlich freier und geheimer und vollständig unbeeinflusster Wahl. Aber damit wir wieder den Souverän, der früher mal eine Wertung hatte,
zu Wort kommen lassen. Dass heute mit 16% der Wahlbeteiligten eine Regierung gebildet wird, das ist keine volkssouveräne Entscheidung mehr. Das ist eine Lobbyistenentscheidung. Und vielleicht können sich diese beiden Parteien hier in diesem Punkt verständigen. Ich nehme die Frage auf, wie stehen Sie zur Wahlpflicht? Ich bin kein Anhänger der Wahlpflicht. Ich würde immer darum werben, sich letztendlich für die Lebensbedingungen in diesem Land zu engagieren und deshalb zur Wahl zu gehen, aber das sollte auf Freiwilligkeit beruhen. Auch eine Art von Umverteilung. Ja, also ich finde, bei Wahlpflicht, also sämtliche demokratische und Freiheitsrechte haben für mich immer zwei Dimensionen, nämlich eine positive, dass man sie wahrnehmen kann, aber auch eine negative, dass man sagen kann, ich möchte das nicht wahrnehmen. Natürlich werbe ich immer drum, dass sich niemand sozusagen der Partei der Nichtwählerin anschließt. So. Aber durch eine Pflicht wird man das nicht lösen können. Es ist schon eine Aufgabe der Parteien, bessere Angebote zu machen und mehr Leute aus einer Passivierung herauszuholen. Würde das nicht das Problem löst du nicht durch eine Wahlpflicht. Okay, eine Frage noch und dann machen wir einen Sack zu. Bitte schön, Madame. Ja, mich hat es gewundert, dass das bedingungslose Grundeinkommen kein Thema war für Gemeinsamkeit mit der Unterschied. Ich habe Sie, Frau Kipping, bei einem Kongress über das bedingungslose Grundeinkommen erlebt und ich war beim Parteitag der Piraten, wo das bedingungslose Grundeinkommen ins Wahlprogramm aufgenommen wurde. Also ist es auf jeden Fall für beide Parteien noch wichtig. Mich würde sehr interessieren, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Ich finde es gut, dass wir das, den Abend damit beschließen, weil es in der Tat ein ganz zentrales Thema ist. Wir hatten es ganz kurz gestreift. Bitte schön. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich klar sagen kann, meine Partei hat das diskutiert und diskutiert das auch immer am Laufenden. Wir haben eine Entscheidung bei uns im Programm, dass wir sagen, da führen wir dazu eine kontroverse Debatte darum. Und mein Co-Vorsitzender und ich, wir haben da, glaube ich, eine Art Arbeitsteilung. Er stellt eher die kritischen Fragen daran und ich bin halt bekanntermaßen, und das weiß auch jeder, eine leidenschaftliche Befürworterin von diesem Modell und werbe sehr dafür. Ich habe, glaube ich, aber auch immer gesagt, Respekt an die Piraten, dass sie beim Berliner Wahlkampf zumindest gezeigt haben, dass man mit der Forderung bedingungsloses Grundeinkommen auf Plakaten, war es ja drauf, auch Wahlen gut gewinnen kann. Ja, also damit haben sie schon den Skeptikern des Grundeinkommens ganz schön Wind aus den Segeln genommen. Das ist eine gute Sache. Im Gegenzug muss ich natürlich sagen, es gibt ja beim Grundeinkommen auch sehr unterschiedliche Modelle und man muss auf zwei Sachen sehr, sehr aufpassen, finde ich. Zum einen darf man nicht den Irrtum anhängen und denken, wenn das Grundeinkommen ganz niedrig angesetzt ist, egal, Hauptsache es steht Grundeinkommen drauf. Also damit es diese freiheitsermöglichende Wirkung auch hat, muss es ein Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen. Und ich finde, also ich habe eine lange Tabelle mit den unterschiedlichen Modellen, die bei euch wie diskutiert werden und so, will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da gibt es Modelle, die werden dem gerecht, aber es gibt auch Modelle, die diskutiert werden, die das nicht garantieren, dass man am Ende oberhalb der Armutsgrenze liegt. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, das ist die Frage bei der Finanzierung, möchte man das am Ende über eine Konsumsteuer finanzieren, wo ich finde, Konsumsteuer ist immer sozial ungerecht, weil es bedeutet, der nur das Grundeinkommen hat, bezahlt auch dieselbe Steuer, oder will man es über eine stärkere Einkommensbesteuerung, wo nämlich am Ende die Reicheren deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Und ich bin Anhängerin eines Grundeinkommens, was ganz klar sagt, unsere Finanzierung heißt, die reichsten Drittel der Bevölkerung werden zur Kasse gebeten und dafür werden die mittleren zwei Drittel der Gesellschaft sichergestellt und besser gestellt. Also für mich verbindet sich das Grundeinkommen sowohl mit der Idee, Freiheit zu stiften, wie aber auch natürlich die enorme Einkommensspreizung in der Gesellschaft etwas zu begrenzen. Die Frage jetzt aus von seiner Piratenpartei. Ich selber bin ein großer Anhänger. Ich nenne es Universaltransfersysteme. Oder in der Piratenpartei wird es das Recht auf sichere Existenz auch genannt. Die Piratenpartei ist dabei, bestimmte Modellierungen zu entwickeln, die letztendlich den Gedanken eines bedingungslosen Grundeinkommens oder eines Universaltransfersystems in Rechnung tragen. Da meine Partei und die engagierten Sozialpiraten hier noch diskutieren und berechnen, gibt es noch keinen Vorschlag. Aber das Bekenntnis der Partei war eindeutig und offenbar mit einer Zweidrittelmehrheit, dieses System zu verfolgen. Ich finde das gut, weil es nämlich in der Diskussion
eine Alternative bietet. Wir erleben in Deutschland immer die Diskussion, wenn es um Sozialpolitik geht, dass vieles sei alternativlos, es gäbe keine Alternativen. Und ich glaube, dass die Modellierung eines Universaltransfersystems, wie man es auch nennt, ist die Möglichkeit, einen neuen Weg der sozialen Sicherung und der Existenzsicherung zu beschreiten. Und man sollte alles daran setzen, diese Modellierung auch zu fördern. Ich bin mal gespannt, was die Piraten dann letztendlich auch vorschlagen. Ja. Oder wir. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich fand es total spannend. Sie können das alles natürlich im Internet sehen bei den Piraten. Sie können es nächste Woche bei uns im Freitag lesen. Den empfehle ich Ihnen sowieso, aber das ahnen Sie ja schon. Ja, dann komme ich gerne.